Und damit begrüße ich euch wieder hier ganz herzlich zurück zu Story of Seasons, A Wonderful Life. Oh, er ist ja wach. Papa, hallo. Alles in Ordnung, Tro? Mein Leben ist jetzt so viel besser als damals in der Stadt. Das freut mich doch zu hören. Sowas sind doch schöne Sachen, wenn man die hört. So, kümmern wir uns erstmal um das Übliche. Um die Kühe, um die Schafe. Ich riech schon wieder sehr viel Gold. Und kuscheln. Nur normale Milch, Mist. Das Schaf ist wach. Das Schaf ist auch wach. Können wir das auch gleich? Das Schaf ist noch nicht wach, aber das Pferd ist wach. So, putzen. Ich glaube, das Schaf ist auch wach. So, dann holen wir ganz kurz Essen raus. Eins und zwei. Und dann können wir rausgehen und haben schon mal einiges wieder an Geld verdient. Auf die Weide rufen. So, das Loch müsste noch hier sein, ne? Gut. Dann rufen wir die Hühner raus. Ernsthaft, das Küken hat mir jetzt gerade den Weg versperrt. So, dann füllen wir hier einmal ganz kurz auf. Und gießen. Am dritten gibt es wieder einen besonderen Tag. Da kann ich wieder was verkaufen, wenn ich möchte. Muss ich aber nicht. Das ist halt der Vorteil daran, ne? Man muss nicht. Die Bananen sind jetzt hoffentlich, die ersten Bananen sind, glaube ich, fertig. Ich hoffe es. Weil sie sehen immer noch nicht aus wie Bananen. Ich glaube, das Schütteln bringt noch nichts. Na toll, ein Blatt fällt runter. Ah ne, das sind die Blütenblätter vom Frühling, die darunter fallen. Nee, die sind noch nicht fertig. Das sehe ich doch, das sehe ich doch. Da fällt mir ein. So, hier gucken, ob ich hier... Oh, hier kann ich alles düngen. Okay. Das ist ein bisschen überraschend, dass ich hier düngen kann. Aber gut, dann düngen wir einfach mal. Dafür haben wir den Dünger ja gefälligst auch geholt, ne? So, dann schauen wir, was wir hier haben. Nix weiter. Das ist schon mal gut. Gucken wir nach da unten, ob die Blumen wieder da sind. Was machst du denn schon wieder hier? Lecker! Och, hoch, och, Hände und von Papa sind kalt. Du sollst hier nicht rumrennen. Goku, Goku, Goku.
Spiel mit den Tieren. Dass meine verehrte Frau überhaupt nicht aufpasst, ne, ist ja auch wieder so eine, so ein Ding, ne? Ich meine, ich gebe ihr Unterkunft, Logis und alles drum und dran, und dann passt sie nicht auf. Unmöglich, sage ich euch. Unmöglich. Moment, das Haus ist hier neu. Scheint gerade nicht mehr zu Hause zu sein. Wer würde denn da wohnen? Aha. Okay. Wo ist denn der Yeti? Da ist auch jemand Neues. Mysteriös, mysteriös. Wir haben hier einige neue Leute. Das gibt's doch nicht, der ist schon wieder weg. Coco, was machst du denn? Ich kann doch nicht die ganze Zeit meinem Sohn hinterherlaufen. So. Ich weiß nicht, ob dem was passieren kann. Ich würde sagen, hier in dem Spiel passiert ihm nichts, ne? Aber ich finde das trotzdem nicht gerade prickelnd. So. Ankuscheln. Reden. Halt, du schläfst. Wo sind die anderen Hühner? Ankuscheln, reden und absetzen. Aber irgendwo ist hier noch ein Huhn, oder? Ah, da. So ein Ei ist schon mal gut. Ankuscheln, reden und absetzen. So, was haben wir jetzt hier dann fertig? Das sind die großen Rüben. So. Infos? Sommer bis Winter. Stimmt, ich wollte noch verkaufen. Sind wieder 6.000, aber damit komme ich noch nicht dahin. Damit bin ich bei 51.000. Das heißt, da fehlt mir also noch einiges. Aber für den Sommer habe ich genügend erstmal. Ach, was mache ich denn da? Das kommt ja in einen ganz anderen Schrank. Kannst du nicht ein bisschen auf Coco aufpassen? Tschüss, tschüss. Naja, okay. Was soll ich denn machen, bitteschön? Wenn Coco die ganze Zeit wegläuft. Ich versuche ihn ja bei mir zu halten, aber irgendwie rennt er immer wieder da lang. So. Hui. Hm? Dein Hof ist voller Essen. Oh, 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 oh. Hier oben sind Blumen. Die sollte ich sammeln. Oh, oh. Wir haben auch noch Blümchen.
So und so. Ich glaube, damit habe ich alle Blumen. Guck mal, was ist das für ein Mädchen? Hallöchen, du bist doch Truppley und hast den Hof, oder? Arbeitest du auch ordentlich? Boah, was ein Mädel. Natürlich arbeite ich ordentlich. Hat man, was ich die ganze Zeit mache. Oh, ich kann dir gar keine neuen coolen Rezepte beibringen. Tut mir leid. Ja, warum nicht? Wo ist dein Problem? So, wartet mal. Ihr hattet gesagt, wenn hier irgendwie... Dann soll hier was sein, ne? Also dann soll hier entsprechend ein besonderer Fisch sein. Schauen wir doch mal. Hier ist die Echse. Hoffen wir mal, dass wir dank der Echse jetzt hier was Besonderes finden. Na komm, weiß an. Ein großer Masu. Hexe, bring mir Glück. Könnte aber auch da oben sein, ne? Das darf man auch nicht vergessen. Es gibt ja hier zwei Angelspots. Gucken wir mal hier oben, ob das vielleicht zu dem hier oben zählt. Weil so habe ich jetzt nichts Besonderes gefangen. Na komm. Ein Saibling. Nee, nicht wirklich. Oh, der sieht schon mal größer aus. Der sieht größer aus. Könnte aber auch jetzt nur eine optische Täuschung sein. Na komm, beiß an. XXL Masu. So, gucken wir mal. Eidechse starte ich an. Starte ich an. Starte ich an. Starte ich an. Ist ein Verband gewickelt. Starte ich an. Wie sieht es freundschaftstechnisch mit ihm immer noch aus? Immer noch alles gut oder? Puh, ist immer noch alles super. Nina ist weg. Warum? Wahrscheinlich einer hatte geschrieben, weil Nina wahrscheinlich gestorben ist. Goku. Mann. Nimm mich in den Arm. Mach ich doch. Papa, hoch. Alten. Leadsing. Hochwerfen. Ankuscheln. Oh, ist das nicht süß? Guck mal, wie er sich ankuschelt. Und ein Lied singen. Und hochwerfen.
und ankuscheln. Ach, das war schön. So, dann holen wir mal alle wieder rein. Ich glaube, meine Eier kriege ich nicht. Okay, kann man das zweimal am Tag machen? Nee. Kann ich denn schon wieder? Ja, ich kann wieder. Wieder nur das. Mann. Egal. Das sind 6.900, die ich da bekomme. Ist ja jedenfalls etwas. So, den Fisch, den bringe ich noch ins... Halt. Erst die Tiere rein. Tiere wieder in den Stall rufen, ja. So gedüngt ist. Das passt, die Bananen. Die sind halt noch eckig, deswegen glaube ich, das hängt damit zusammen. Na Junge, alles klar. Kühe geben nicht immer Milch, weißt du? Wenn sie bald kalben, kannst du sie nicht melken. Aber danach geben sie eine Weile mehr als Milch, sonst. Denk dran, wenn du deine Kühe aufziehst. Na gut, aber ich glaube, so viel Milch braucht man gar nicht. Also, die Schafe sind da echt schon gut genug. Ach, komm, Koko, endlich mal nach Hause. Wurde ja auch mal Zeit, ne? Wird ja auch spät, ne? Hallihallunkel, schon wieder ist es dunkel. Ich habe das Gefühl, wenn du mich mit einer dieser blauen Anbaufrüchte gemeinsam mit einer anderen Frucht oder einem Gemüse fütterst, dann könnte ich sie bis zu was echt Lustigem kreuzen. Denk dran. Oh, du willst weiter mit mir quatschen? Erstmal nicht. Dann können wir für heute Schluss machen. Wird einsam sein und ich, aber ich werde mich bis zum nächsten Mal gedulden. Ich kann ihn mit irgendwas füttern. Mit einer dieser blauen Anbaufrüchte. Welche blauen Anbaufrüchte? Ich habe da nichts Blaues, oder? Nö, nicht, dass ich jetzt wüsste. Ich sehe jetzt aktuell nichts Blaues. Nach Rezept zubereiten. Dessert. Erfahren genug bin ich noch nicht. Hauptgerichte. Das Curry. Du bist nicht erfahren genug. Suppen. Kräutersuppe, Milchsuppe, Eiersuppe, herzerwärmende Suppe. Einmal Kräuter. Einmal Kartoffeln. Und ein Pilz. 6 Stück. Da hätte ich aber keine Kartoffeln mehr. Ja gut, aber machen wir einfach mal. Ich meine, auch rein theoretisch müsste das ja meinen Skill nach oben bringen, den man halt nirgendwo sieht. Oh, wie lecker das aussieht. Glaubst du, ist es gut geworden? Na los, probier mal. Wirklich? Oh, yippie, ich bin so froh, dass ich dich geheiratet habe, Tro. Essen, endlich essen! Der will was zu essen haben. Sekunde. Du kriegst Milchsuppe. Mal gucken, ob du die magst. Er will mein Essen nicht essen. Koche ich so schlecht? Oh Mann. Wie sieht es eigentlich um meine Gesundheit aus? Sättigung ist weit oben.
Okay. Er hat ein Großtier, drei Großtiere, fünf. Drei, fünf. Drei Tiere, fünf Tiere wurden geboren. Was fünf Fischarten gefangen. In den Ruinen ein goldenes Artefakt entdeckt. Du hast die erste Steintafel entdeckt. Du hast 10 Aufträge erfüllt. Du hast insgesamt 10.000 Gold erhalten. Insgesamt 100.000 Gold erhalten. Du hast eine zusätzliche Hofeinrichtung erhalten. Okay, aber man erfährt wieder nicht, wieso, weshalb, warum, was, wo und keine Ahnung, ne? Nun gut, dann würde ich sagen, das machen wir dann in der nächsten Folge an einem anderen Tag. Ich sage danke, bis zum nächsten Mal und ich bin euer Tro, haut rein. Tschüss.